Wir sind heute hier als Bündnis Kein Rammstein in Berlin, weil wir die Konzerte, die jetzt heute und auch in den kommenden Tagen stattfinden werden, weil wir die nicht unkommentiert stehen lassen wollen. Und weil wir natürlich auch fordern, dass die weiteren Konzerte abgesagt werden, denn die Tour geht natürlich auch weiter von Rammstein. Bin hier einfach mal aufgelaufen und jetzt gucke ich mal, was hier so passiert. Also es sind extrem junge Menschen, ne? Also die sind, ja, wenn die mal gerade alle 18 sind, ne? So, die Polizei erklärt das jetzt nochmal, dass es hier eine Versammlung ist, wo ich natürlich als Pressevertreter das gute Recht habe, hier das zu dokumentieren. Man regt sie natürlich drauf. Ihr seht ja die Dame da mit der Maske, ein bisschen echauffiert. Das ist die, die wir kennen, die regelmäßig dort uns als Nazis beschimpft und all sowas. Also von daher. Aber ich empfehle euch den Tanz, der reinigt kurz eure Energie. Also ihr müsst einfach nur so rechts U, links A. Okay. Was singt die zwischen meinen Beinchen? Könnt ihr das verstehen? Ich verstehe mal zwischen meinen Beinchen. Also Entschuldigung. Danke, ihr Lieben. Oder? Danke, dass ihr immer noch hier seid. Ich hoffe, hier ist ein Plakat. Hier steht keine Show für Täter. Also das ist auch hier offiziell als Versammlungsfläche der Antifa ausgewiesen. Ich habe Nippelsticker dabei. Nippelsticker, Leute, Nippelsticker gibt es jetzt. Körper. Wenn ihr wollt, das kleine Erklärtext drauf, geht auf alle Nippeln. Ich sag's euch, die sind seidenweich blendend. Es gibt eine Spendenempfehlung, da gibt es auch Sticker bei Fine. Fine, wo bist du da, Fine? Fine hat so ein nice Samtkleid an, kleine Nike Cap. Da könnt ihr die Sachen kaufen. Aber ihr sollt natürlich so viel kaufen. Ihr könnt auch tauschen. Naja, egal. Und habt noch eine schöne Demo. Lasst es euch gut gehen, Gott sicher. Ja. Schalalalala. Ich hab was zwischen meinen Beinchen. Alter Schwede. Jetzt als nächsten Redebeitrag haben wir keine Show für Täter. Und wir stehen auch schon hier. Und danach kommt das Medusa-Kollektiv. Wahrscheinlich machen wir dann nochmal zwischenorganisatorische Ansagen, aber das folgt dann. Keine Show für Täter. Maka gibt in jeder Stadt, bildet man den Machtiplatz. Maka gibt in jeder Stadt, bildet man den Machtiplatz. Maka gibt in jeder Stadt, bildet man den Machtiplatz. Weil wir die nicht unkommentiert bestehen lassen. Sexualisierte Gewalt ist die Ausübung, Behauptung und Demonstration von Macht und Unterdrückung. Sexualisierte Gewalt greift nicht nur den Körper an, sondern das Innerste und kann tiefe Narben auf der Seele hinterlassen. Dabei greift Victim Blaming erneut die Betroffenen an und versucht, ihre Stimme zu unterdrücken. Niemand braucht sich zu wundern, dass nur 15% der Vergewaltigungen zur Anzeige gebracht werden. Denn nicht nur im Netz sind die Kommentare ekelhaft,
und gespickt von Victim Blaming. Es sind auch Gerichte, AnwältInnen und die Bullen, die darüber diskutieren, ob das denn jetzt nun wirklich ein Übergriff war. Wir halten mal die Kittys hier so ein bisschen in Bewegung. Das heißt, ich werde mal den Standort wechseln, damit sie dann rüberkommt. Wenig später hatte ihr mit einem Schlag dreifach den Kiefer gebrochen. So ist gut. Das Urteil? So. Und wieder zurück. Zurück jetzt wieder. Zurück. Aber auch nicht mit Ruhe. Wieder zurück. Das Urteil wurde eingestellt. Stück zurück. Na, wollt ihr nicht? Vielen Menschen ist es einfach zu anstrengend oder zu unangenehm, sich mit übergriffigem Verhalten, Sexismus und sexualisierter Gewalt auseinanderzusetzen. Deshalb reagieren sie mit Aggressionen und mit Täter-Betroffenen-Umkehr. Das zeigt sich auch in Tin Lindemanns Feltenbase. Klar, es ist schwer, sich einzugestehen, dass das eigene Idol, ein Mensch, den man vergöttert, so abartige Dinge getan hat. Aber Gewaltaufrufe gegen Betroffene, Doxing und Victim Blaming? Wo sind wir denn hier gelandet? Doxing, in der dreckigen Realität. Wenn man sich selbst nicht hinterfragen möchte, ist es leicht, die Schuld in Gewaltbetroffenen zu suchen. Es ist leicht, Taten zu verleugnen. Es ist leichter, mit Aggression und Hass auf Betroffene zu schießen und ihnen ihre Erfahrungen abzuerkennen, als sich mal hinzusetzen und zuzugeben, dass man einen Vergewaltiger vergöttert hat. Diesen Mann jetzt noch zu feiern und zu unterstützen, das ist nicht nur Täterschutz, sondern schlichtweg menschenverachtend. Es kann nicht... dass Betroffenen gedroht wird, sie verbal misshandelt, unterdrückt und in Verantwortung gezogen werden für etwas, über das sie zu keinem Zeitpunkt keine Art von Kontrolle hatten. Und es kann nicht sein, dass eben diese Menschen die Aufgabe der Aufklärung und Aufarbeitung übernehmen. Warum müssen wir immer deren Scheiße auslöffeln? Und nur mal nebenbei, Rock'n'Roll ist nicht Vergewaltigung, Rock'n'Roll ist gegen das System. Ein System, das Täter schützt und Betroffene unterdrückt. Jeder Rock- und Metal-Fan müsste also genau jetzt vor einem brennenden Rammstein-Poster stehen. Strukturelle sexualisierte Gewalt funktioniert nur unter Geheimhaltung. Die Augen davor zu verschließen, ändert nichts an der Tatsache, dass Übergriffe passiert sind. Die Betroffenen sind da und sie sind laut. Und wir werden nicht zulassen, dass sie wieder zum Schweigen gezwungen werden. Deshalb zeigt euch solidarisch und organisiert euch. Machen wir dem Patriarchat richtig Dampf unterm Hintern. Till Lindemann gehört vor Gericht und nicht auf die Bühne. Schreibt diesen Leuten solche Texte.